Wir sind blau, weil man uns die Rote klaut. Wir sind blau, wir sind blau. Also die Kölner vertreiben. Hast du eins beantragt? Nee. Ich kann nicht auf die Toilette gehen, wenn ich muss, sondern ich muss warten, wenn jemand da ist. Beziehungsweise ich muss meine Trinksachen, die ich so über den Tag verteilt übernehme, echt logistisch planen, weil ich sonst muss, wenn gar keiner da ist. Das ist auch schon ein paar Minuten. Unterkriegen, gemeinsam lässt es sich viel besser fliegen. Miteinander und selbstbestimmt, Kraft ist nicht nur da, wo Muskeln sind. Wir lassen uns nicht unterkriegen, gemeinsam lässt es sich viel besser fliegen. Miteinander und selbstbestimmt, Kraft ist nicht nur da, wo Muskeln sind. Hallo zusammen. Ich bin ganz froh, dass ihr heute alle hier seid. Und ich würde heute gerne dem Landrat die Petition übergeben. Und wir gehen jetzt aber erst einmal um die Kreisverwaltung mit ganz viel Lärm drumherum. Der Sigi-Träger macht die Technik, vielen Dank. Und der wird das Lied dann miteinander und selbstbestimmt laufen lassen. Es geht ja heute um Selbstbestimmung, es geht um Miteinander. Und wir wollen alle zusammen uns zusammentun und stark sein. Ich bin echt froh, dass ihr alle gekommen seid. Vielen herzlichen Dank. Ich mag gern Ordner. Hallo. Aus welchen Gründen ist das für Sie so wichtig, hier heute dabei zu sein? Ich bin heute für die Deutsche Gesellschaft für Muskelkranke als Bundesvorstandsmitglied hier. Und wir finden, dass solche Regelungen, die es derzeit in Deutschland gibt, einfach nicht mehr GFA. Wir haben einen viel zu großen Ermessensspielraum für die jeweiligen Sachbearbeiter für die einzelnen Kommunen. Und das führt dazu, dass wir einfach eine ungleichberechtigte Vielfalt quasi in dem Sinne in Deutschland haben, sodass sich kein Mensch mit Behinderung darauf verlassen kann, dass seine Unterstützungsbedarf, den er hat, auch wirklich gedeckt werden, je nachdem, wo er eben wohnt. Jetzt ist es hier im Kreis Düren ja offenbar besonders schwierig. Und was sagen Sie denn dazu, dass Frau Kalwitz schon seit 3 Jahren so verzweifelt kämpft und jetzt auch sogar auf die Straße gehen muss für ihre Rechte? Ja, das wirklich Frappierende daran ist eigentlich, dass es gar kein Einzelfall ist, sondern dass wir in Deutschland sehr viele von solchen Fällen haben. Es ist gut und positiv, dass die Öffentlichkeit sich jetzt für diesen Fall interessiert und es ist ihrem Kampf und ihrem Mut auch zu danken, dass es eben jetzt in die Öffentlichkeit kommt. Wir müssen aber leider konstatieren, dass das eben ein grundlegendes Problem ist, was sich auch mit der letzten großen Gesetzesreform nicht geändert hat. Das Bundesteilhabegesetz hat zu noch größeren juristischen Lücken in vielen Bereichen dazu beigetragen und die Ergebnisse können wir jetzt hier erleben. Aus welchen Gründen ist so eine 18-Stunden-Assistenz für Frau Kalwitz, sie möchte, so wichtig? Sie ist schlichtweg die Existenzgrundlage für Menschen mit Behinderung. Sie ermöglicht eben ein ganz normales Leben. Es ermöglicht das Arbeiten gehen, es ermöglicht ein Studium, es ermöglicht das Pflegen von Kontakten und Hobbys und ist somit einfach die grundlegende Existenzgrundlage für jeden Menschen. Und deswegen muss eine solche Assistenz auch unabhängig von anderen Voraussetzungen immer gegeben sein.
Ist es für Sie auch ein bisschen empörend, dass erst so eine Demo stattfinden muss, bevor sich vielleicht... Ja, selbstverständlich. Vor allen Dingen, weil wir ja jetzt mitbekommen, dass tatsächlich so eine Demo auch einiges vielleicht bewegen kann. Aber das ist natürlich auch nicht jedem Menschen möglich, so etwas zu organisieren. Und wir können jetzt nicht für jeden dieser unzähligen Fälle überall eine Demonstration organisieren. Und das ist das tatsächlich Gefährliche daran, dass wir eben nicht nur eine Stelle haben, an der wir ansetzen müssen, sondern theoretisch in jeder Kommune in Deutschland solche Fälle immer wieder auftauchen.